anfangs hat es sicher ein paar Menschen gegeben, die was gesagt haben, ja, also das mit Milchbauern, es wird sicher nicht funktionieren. Also es war nicht unbedingt so, dass ich halbwegs gesagt habe, Bauer ist mein Traum. Aber es hat sich dann einfach relativ gut ergeben und doch, es hat mir dann eigentlich nach der Landwirtschaftsschule schon extrem viel Spaß gemacht. Ja. Natürlich hat es anfangs, wenn wir mal wieder schnell eine Story gemacht haben, wie wir jetzt gerade beim Hang sind, natürlich war dann schon mal die Frage, ja, passt noch alles, oder? Ich bin der Markus, ich bin Markus aus Hopfgarten von Bendingberg, das ist mein Bruder, der Thomas. Und wir haben einen Milchviehbetrieb, der Aroma auf 850 Meter ungefähr. Wir sind die Milchbauern, das kommt dann auch sagen, ja genau, also wir sind die Milchbauern. Und wir produzieren eigentlich hauptsächlich Weichkäse oder fast nur Weichkäse und kleine Mengen an Joghurt. Und Weichkäse ist eigentlich etwas rohgeschmiert und der Großteil ist eigentlich ein Weißschimmelkäse, also Camembert. Also Weichkäse ist eigentlich in Tirol eher oder steht eine Mindermenge da, was an Käse produziert wird. Und dadurch haben wir uns natürlich auch gedacht, wenn wir in die Käseproduktion einsteigen, dann gehen wir in Richtung Weichkäse, weil einfach der Markt noch nicht so gesättigt ist. Da ich der Käsemeister bin, eigentlich bin ich für die Produktion zuständig. Und der Thomas macht dann alles andere, also komplett, was das Büro betrifft, das Marketing, das Produktdesign. Der Thomas und ich arbeiten eigentlich von Montag bis Samstag und da bringen wir irgendwo zwischen 70 und 90 Stunden zusammen. Kriegen wir darauf, wie intensiv eine Woche ist, was gerade alles zum Tun ist. Wir legen extrem Wert aufs Marketing, auf die Vermarktung einfach allgemein, dass wir junge Leute ansprechen. Genauso wie auch das ältere Publikum, dass man einfach sagt, die Landwirtschaft ist interessant wieder für Junge. Dass man einfach sieht, dass man da auch wirklich kreativ sein kann. Dass einfach die Kunden Einblick haben, das ist einfach wichtig in der heutigen Zeit und das versuchen wir ganz stark über Social Media. Unser Merchandise, haben wir eigentlich gesagt, das ist was, was wir noch viel mehr, oder da möchten wir eigentlich noch viel mehr dran arbeiten. Einfach, dass sich die Marken, die Milchbuben ein bisschen etabliert. Es wird jetzt sicher nicht das nächste Red Bull werden, aber wir sind dran und schauen, dass wir einfach die Marken ein bisschen einen Kopf reinkriegt von den Leuten und dass sie das wieder ein bisschen widerspiegelt. Also was uns das persönlich bringt, ist bestimmt, dass man einfach vom Anfang bis zum Ende hinter dem Lebensmittel den ganzen Weg kennenlernt. Und so ziemlich das Coolste, was ich erfahren darf, ist einfach, wenn du selber dabei bist, Lebensmittel zu produzieren und die dann dem Konsumenten schmecken und der die wiederkauft, das ist so ziemlich etwas vom Tollsten, was man eigentlich erleben kann.